Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Du kommst gerade richtig. Die MMU für den Booster ist angekommen. Ich würde sagen, wir bauen die einfach mal zusammen auf, aber zuerst eine Runde Kaffee. Ja, so wie es aussieht, ist das alles aus der Box. Aber etwas ganz Wichtiges fehlt noch. Genau, der MK3. Da der noch nicht auf MK3S umgebaut ist, würde ich sagen, starten wir damit als erstes und räumen erstmal alles andere, was wir nicht brauchen, zur Seite. Da das eine längere Sache ist, würde ich sagen, ich baue es jetzt mal im Zeitraffer um und wir sehen uns danach. Jetzt, da wir den Extruder fertig von MK3 auf MK3S umgerüstet haben, habe ich den Drucker zur Seite gestellt und wir können uns endlich mit der eigentlichen MMU beschäftigen. Für den Zusammenbau habe ich bereits den Eifler mit den entsprechenden Kugellagern ausgerüstet. Bei der Montage der Kugellager in den Eifler ist es wichtig, dass man die Kugellager von der Mitte nach außen montiert, da man ansonsten die Montage der Stifte durch die bereits eingesetzten Kugellager blockiert. Für die Montage benötigen wir den Body, den bereits vormontierten Eifler, einen Extrudermotor, 5 M310 Schrauben und M3S Muttern sowie einen Stift. Als erstes führen wir rechts und links die M3S Muttern ein. Sobald wir das haben, können wir den Eifler in den Body einsetzen. Dabei ist die Ausrichtung zu beachten. Sobald der Eifler im Body ist, können wir den Extrudermotor einsetzen. Hierfür müssen wir beachten, dass sowohl der Body bzw. der Schaft richtig ausgerichtet ist, als auch der Schaft am Extrudermotor richtig ausgerichtet ist. Anschließend können wir den Motor mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Den Motor haben wir jetzt mit dem Body verbunden. Jetzt können wir zur Sicherung des Eilers noch hier vorne eine Schraube einsetzen und anschließend diese beiden Schrauben festziehen. Diese bewirken, dass der Schaft auf den Eiler festgezogen wird. Jetzt kommen wir zur Montage des Pulley Bodies. Hierfür brauchen wir zum einen den gedruckten Body als auch M3S Schrauben. Die M3S-Schrauben führen wir in die vorgefertigten Öffnungen.
Body ist jetzt soweit vorbereitet, dass er den Motor aufnehmen kann. Allerdings muss dieser noch vorbereitet werden. Hierfür brauchen wir die 5 Pulleys, welche mir mit dem Getriebe nach innen auf den Motor stecken. Prusa selbst gibt einen Abstand von ca. 30 mm vom ersten Pulli bis zum Schaftende an. Allerdings finde ich es intuitiver und angenehmer, es anzupassen, wenn man diesen Abstand direkt im Body abmisst. Hierfür füge ich den Motor vorsichtig mit den vormontierten Pullis ein und fange an, die Pullis entsprechend an den Öffnungen auszurichten. Auf diese Weise kann ich sicher gehen, dass die Aussparungen in den Pullis perfekt zu den Aussparungen im Body passen. Um sicherzugehen, dass der Motor richtig ausgerichtet ist, fixiere ich diesen erst mit 2 Schrauben. Um die Montage der Pullis nochmal final zu überprüfen, benutze ich ein normales Filamentstück. Mit dem Pulley Body sind wir vorläufig fürs erste fertig und können uns daher mit dem Selektor beschäftigen. Bevor wir jetzt den Motor für den Selektor einbauen, müssen wir noch die Klinge zum Abschneiden des Filaments einsetzen. Im nächsten Schritt montieren wir den Pinder-Selektor mit dem Selektormotor in den Pulley-Body. Nachdem nun der Selektormotor montiert ist und sich darüber der Finder-Selektor bewegen lässt, ist es an der Zeit, den Finder-Sensor zu montieren. Hierfür benötigen wir zum einen den Sensor selbst, als auch eine solche Stahlkugel, welche wir hier oben in das Loch hineingeben. Anschließend montieren wir den Finder-Sensor im gleichen Loch und befestigen ihn mit einer M310-Schraube. Um den Sensor wieder richtig zu kalibrieren, lockern wir zuerst die Befestigungsschraube und nutzen dann ein Stück 1,75er Filament, um den Abstand zu justieren.
Da wir nun beide Teile der MMU soweit zusammengebaut haben, können wir diese miteinander verbinden. Damit ist die Montage der MMU soweit abgeschlossen und wir können uns im nächsten Schritt mit der Elektronik beschäftigen. Ich habe bereits das mitgelieferte Board auf dem Halter montiert und wir können jetzt Stück für Stück die einzelnen Motoren, Sensoren und die Stromversorgung auf dem Board anschließen. Jetzt haben wir das Kabelmanagement für die MMU 2 soweit fertig und haben das Signalkabel als auch das Stromkabel ins mitgelieferte Gewebeband eingewickelt. Jetzt montieren wir die Halter für die PTFE-Schläuche. Wie man sieht, habe ich jetzt die MMU so weit montiert, dass die PTFE-Schläuche festgeschraubt sind und dann mit der Halterung befestigt sind. Im nächsten Schritt müssen wir die Halterung für den Rahmen befestigen. Sobald die Halterungen an der MMU befestigt sind, ist die MMU so weit fertig montiert. Im nächsten Schritt müssen wir den restlichen PTFE-Schlauch vorbereiten, dass wir die MMU mit dem Drucker verbinden können. Wir haben den Drucker soweit von MK3 auf MK3S umgerüstet, haben die MMU zusammengebaut und den PTFE-Schlauch zum Verbinden von beiden Bauteilen entsprechend vorbereitet. Jetzt montieren wir als nächsten Schritt die MMU auf dem Drucker. Schließen können wir die beiden Bauteile mit dem PTFE-Schlauch verbinden. Soweit, so gut. Der Drucker sieht schon recht fertig aus. Wir müssen zum Schluss nur noch die Kabel mit dem Board verbinden und entsprechend den Puffer für die Filamente aufbauen. Wie man sieht, ich habe hier das Kabel von der MMU fertig verlegt, habe die Kabel von dem Extruder wieder fertig angeschlossen. Es ist alles auf dem Mainboard richtig angeschlossen, hoffe ich mal. Ich konnte entgegen der Anleitung das Kabel für die MMU zusammen mit dem Hauptkabelstrang vom Extruder ins Gehäuse reinlegen und musste also nicht, wie in der Anleitung steht, das Gehäuse zerschneiden. Die Öffnung war Gott sei Dank groß genug. Von daher bin ich guter Dinge, dass das soweit passt. Ich würde sagen, wir packen den Drucker jetzt erstmal zur Seite, bauen den Filamentpuffer zusammen, bauen die Filamenthalter zusammen und dann packen wir alles zusammen und bauen es auf und schmeißen den Drucker an und gucken, ob wir den ersten Druck mal hinbekommen. Wie ihr sehen könnt, habe ich nicht nur die MMU aufgebaut, sondern auch bereits das erste Filament geladen und den Pre-Flight-Check durchgeführt und drucke bereits das erste Testobjekt. Für den Anfang gebe ich euch den Tipp mit, testet, ob das Filament sich manuell laden lässt. Und damit meine ich, von der Rolle bis zur Düse sollte so wenig Widerstand wie möglich vorhanden sein. Sollte es doch an einer Stelle mal ein wenig haken, überprüft, ob die Schrauben eventuell zu fest angezogen sind. Es reicht, wenn diese den PTFE-Schlauch halten, aber nicht quetschen. Zudem habe ich vor dem ersten Druck geprüft, ob jedes Material sich über die MMU und die hier oben angebrachten Buttons manuell ansteuern und laden lässt.
Den Link zu dem Testobjekt für den Filament Change packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr auch Videos von uns erhalten wollt, abonniert unseren Kanal. Gibt es noch ein paar Aufnahmen von dem Testdruck. In diesem Sinne, happy printing!